Hey Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch vier Partypopper vorstellen. Und zwar, es gibt einen ganz kleinen, dann gibt es einen mittelgroßen, dann einen großen und halt den riesigen, also den ganz großen. Ja, dann fangen wir jetzt mal mit dem kleinen. Und so niedlich sieht das Ding hier aus. Ja, da sind halt ganz, ganz viele Luftschlangen drin. Und dann steht er halt in feierlichem Drehen. Also das heißt, dass man die dann so dreht, also so in die Richtung so. Und dann halt so in die Luft hält. Ja, und dann kommen halt so ganz viele Luftschlangen raus und so halt, ja. Dann komme ich zum nächsten. Und zwar, das ist der hier. Das ist auch einer, der hat auch Luftschlangen. Der ist hier etwas größer, kann man ja sehen. Ist dann kein nicht so kleiner mehr. Aber die werden alle mit Federdruck betrieben. Also das sind halt nicht diese, die so richtig laut knallen. Ja, auch mit Luftschlangen und so. Hat natürlich keine Altersbeschränkung, weil ja, ihr wisst schon, Leute, weil was soll bei Federdruck schon groß passieren? Ja, dann machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu einem, der hat wirklich Gas in drin, was ausgelöst wird, und dann kommt es zu einer Verpuffung. Und dadurch platzt hier die Folie oben auf, und dann kommt hier halt so ganz viel Konfetti raus halt. Kann es hier auch sehen. Man merkt doch schon, wie schwer der ist. Im Gegensatz zu diesem leichten Discounter ist dieser hier mega schwer. Er hat schon ein schönes Gewicht. Ja. Dann machen wir weiter. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Jetzt kommt der Riesenparty-Popper. Das ist dieses Riesenteil. Das ist der Riesenparty-Popper. Die riesige Konfetti-Kanone. Guckt euch dieses Teil mal an. Gebt euch das mal, was das für ein Riesending ist. Und das ist noch mal schwerer. Und das wird auch mit Gas betrieben. Und diese Dinger, die knallen wirklich übelst. Also wirklich nach dem Knall, da fiepen einen die Ohren heftig. Ja, hat auch keine Altersbeschränkung. Leider eigentlich, weil das ist schon eigentlich gefährlich für Kinder halt, die halt nicht wissen, wie man damit umgeht. Ja. Okay, Leute, das war's mit meinem Video und bis bald.